Wir sind schon mitten im Oktober und wenn euch noch interessiert, welche 6 Bücher ich im Monat September so gelesen habe, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß, ich sag's in jedem Video, aber wundert euch nicht, wenn im Hintergrund Kindergebrüll, Kindergeschrei ist. Es ist einfach mit 3 Kindern im Haus immer mal recht wild und ich muss die Tür gerade angelehnt lassen, weil das Baby gerade schläft. Wir gucken mal, ob ich das Video an einem Stück drehen kann. Ja, des Weiteren, ja, wenn ihr euch mal ein Q&A über das Leben mit 3 Kindern wünscht, haut dazu gerne die Fragen in die Kommentare, werde ich gern beantworten. Und ja, wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. Ich freue mich immer über ein Abo. Und folgt mir auch gerne bei Instagram. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ich werde den Hörmonat und den Lesemonat wieder splitten, weil es einfach so viel ist. Und sobald ich halt 3 Hörbücher gehört habe, wird es 2 Videos geben, weil da lohnt sich das dann auch. Sonst drehe ich immer Videos über eine Stunde und lade dann auch so unendlich lange Videos hoch. Fühle mich teilweise dann auch so ein bisschen gehetzt, schneller zu reden und weniger Infos zu geben. Und deswegen wird es in diesem Monat wieder 2 Videos geben. Genau. Ich habe im September 6 Bücher gelesen und da waren echt Klopper dabei diesmal. Und das ist eine richtig ordentliche Zahl. Ich fange jetzt mal mit einem Buch an, das sich wirklich blitzschnell weglesen lässt. Ich hätte auch gerne noch den neuen Teil gelesen, habe ich aber dann nicht mehr geschafft, nur angefangen. Und zwar Bitte nicht öffnen, Rostig. Und das ist inzwischen schon der 6. Teil. Ja, jetzt muss man dazu sagen, diese Reihe, die setzt sich immer fort. Es geht immer um Nemo und seine Freunde. Und Nemo, der wohnt in der Stadt, in der kleinen Stadt Boring, wo auch jeder jeden kennt. So ein typisches Kleinstadtleben. Und da ist es so, dass er ein Paket eines Tages bekommt. Also ich spreche immer vom ersten Teil erstmal. Der bekommt eines Tages ein Paket, wo der Pfeffer wächst, an niemand, wo der Pfeffer wächst. Wie sich diese Adresse dann zusammensetzt, das müsst ihr dann selber lesen. Das erklärt er ganz gut. Und da ist jedes Mal ein geklautes Spielzeug drin. Und immer wenn er mit seinen Freunden dieses Paket öffnet, obwohl Bitte nicht öffnen draufsteht, eskaliert das Ganze. Denn diese Spielzeuge, die werden immer lebendig und die haben immer eine besondere Fähigkeit, die das ganze Kleinstadtleben komplett auf den Kopf stellen. In diesem Fall haben wir hier einen Roboter von jemandem und ja, der schafft es, dass die ganze Kleinstadt an Schwerelosigkeit unter Schwerelosigkeit leidet. Wie sich das dann auswirkt, das müsst ihr auch selber lesen, weil die Bücher sind natürlich, es sind Kinderbücher, die sind groß bedruckt, haben relativ wenige Seiten, also 230 Seiten, glaube ich. Genau, ja. Und wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile schon im der 7. Teil, der ist jetzt schon erschienen, der heißt dann Bitte nicht öffnen viele. Habe ich auch schon zur Hälfte durch inzwischen im Oktober. Würde ich jetzt heute, denke ich, noch gar fertig lesen. Und ja, ich liebe diese Reihe einfach. Und es gilt halt immer, das gestohlene Spielzeug wieder zurückzubringen, in der Stadt wieder alles in Ordnung zu bringen und natürlich auch herauszufinden, wer der Spielzeugdieb ist und was er eben damit bezweckt. Also mir gefällt einfach jeder Band dieser Reihe. Bei dem 6. Teil jetzt finde ich es gut, da sind wir dem Dieb endlich mal so ein bisschen näher gekommen. Da habe ich so das Gefühl, manchmal hat man das Gefühl, die Ermittlungen, die stehen so auf der Stelle. Aber ja, tut dem Lesespaß nichts, tut dem Lesespaß keinen Abbruch und ich freue mich immer über jeden
gespannt. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder ein Jahr warten, weil ich gehe mal davon aus, dass es mit dem 7. Teil Bitte nicht öffnen viele noch nicht getan ist. Aber dazu dann mehr im nächsten Lesemonat. So, dann habe ich mal wieder eine Trilogie angefangen und ich war sehr ambitioniert, weil ich habe mir vorgenommen, dass ich mit dieser Trilogie im September fertig werde. Ich stehe irgendwie immer drauf, rein komplett fertig zu lesen in einem Rutsch, dann bin ich durch. Das gefällt mir irgendwie, das ist wie mit Serien bingen. Ich binge momentan auch Gilmore Girls mal wieder und die suchte ich rein ohne Ende und dann freue ich mich. Also ich gucke auch keine Serie, die noch nicht komplett, also ja, Staffel für Staffel, aber ich gucke jetzt keine Serie, wo alle paar Tage mal eine Folge erscheint. Ich will die an einem Rutsch wegsuchten tatsächlich. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich mal wieder an einem Liebesroman versucht. Ich lese momentan nicht so viele Liebesromane und ich muss auch sagen, ich habe so meine Zeit gebraucht, bis ich drin war in der Geschichte. Weil, ich weiß nicht, ich bin nicht so in Liebesstimmung, aber ich wollte, wie gesagt, mal wieder mein Glück versuchen und jetzt gefällt es mir auch ganz gut. Ja, Northern Love, Hoch wie der Himmel von Julie Birkeland, habe ich schon eine ganze Weile auf dem Sub. Ich habe auch die anderen zwei Teile hier, habe den zweiten Teil auch schon begonnen. Und hier geht es um Annick und um Theo, ihr Sohn. Und sie hat einen sehr schweren Verlust erlitten, denn ihr Mann ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die beiden haben überlebt, aber es ist natürlich schwer, wenn jetzt der Mann und der Vater ja eben verstorben ist. Hat mich auch so ein bisschen an Virgin River erinnert, wobei bei Virgin River, da gibt es kein Kind. Ja, aber es hat so diese Parallelen gehabt, aber Liebesgeschichten, die ähneln sich ja dann irgendwie alle so ein bisschen. Und sie ist Ärztin, noch eine Parallele zu Virgin River. Und ja, sie geht nach Lilleham, glaube ich. Ja, Lilleham. Und ja, und da begegnet sie eben Christa. Christa ist ihr ja, Vorgesetzter, er ist eben auch, er ist Chirurg meiner Meinung nach, ja, Chirurg war er oder ist er und ja, der hat auch so seine eigene Geschichte und ist so ganz in sich gekehrt und ja, verhält sich ihr gegenüber immer recht kühl. Sie denkt, sie ist alleinerziehende Mutter und muss da auch irgendwie den Spagat schaffen, A, mit ihrer Trauer fertig zu werden, mit dem Beruf fertig zu werden, Mutter zu sein. Ja, hat da so ihre Sorgen und ja, Christa und Annick fühlen sich voneinander angezogen, kann man sich ja denken. Und ja, wie die beiden so ihre eigene Geschichte so überwinden und zueinander finden, das ist es, worum es in dem Buch geht. Ich habe am Anfang echt lange gebraucht, um hineinzufinden. Ich mag diese Grundgeschichte, weil ich so das Gefühl habe, dass das so ein bisschen Erwachsenenprobleme sind, weil ich ja auch selber Mama bin und ja, mit Trauer fertig werden, alleinerziehende Mutter zu sein und so weiter und so fort. Da konnte ich mich sehr gut einfühlen. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Setting, obwohl das Setting natürlich wunderschön ist mit den Bergen und auch mit dem Extremsport, den Christa eben nachgeht. Das ist eben, spielt eben auch eine ganz große Rolle. War dann auch sehr vorhersehbar. Ich glaube aber, dass das ja alle Liebesromane sind. Ja, ne, also es ist halt schon, ne, er geht einem Extremsport nach und sie hat ihren Mann bei einem Autounfall verloren. Also da kann man sich ja denken, dass sie nicht so ganz begeistert ist von seiner Sportart, wie eben Extremsport schon sagt. Und ja, das ist so typisch gewesen. Ich mochte aber das Setting dann trotzdem sehr, aber ich hatte so ein bisschen Probleme mit den Namen Christa irgendwie. Das ist so, vielleicht auch, weil mein Vorname Christine ist. Ich werde mit K geschrieben, so. Vielleicht habe ich, das hat in meinem Gehirn nicht so zusammengepasst. Vielleicht lag es auch daran. Ich mochte aber den Freundeskreis auch sehr, sehr gerne und freue mich jetzt auch schon auf den zweiten Band. Wie gesagt, den habe ich ja schon begonnen, da bin ich auch schon ein Stück weit. Aber ja, es ist jetzt kein 5-Sterne-Buch, aber es hat mir dann durchaus ganz gut gefallen. Für 4 Sterne hat es gereicht. Und ich merke aber, meine Liebesromanzeit, die ist momentan einfach nicht vorhanden. Ich muss mal gucken. Ich glaube, so viele Liebesromane habe ich auch nicht mehr auf dem Sub. Wir schauen mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Vielleicht kommt das auch wieder. Ich bin momentan wirklich sehr in Thriller-Laune.
Und ja, und mit einem Thriller habe ich den Monat auch beendet. Also ihr habt hier, ihr seht schon, ihr habt hier keine Reihenfolge. Ja, und zwar habe ich vom Verlag bekommen, ich habe mich so gefreut, ich wurde angeschrieben, ob ich denn den neuen Chris Carter gerne lesen möchte. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Es ist jetzt, glaube ich, schon der 12. Band, ja. Ich glaube, Robert Hunter ist jetzt in die 12. Runde gegangen. Das gibt noch einen Prequel. Das gibt es, glaube ich, nur als E-Book. Das habe ich auch nie gelesen. Vor der Zeit, als er beim... Also vor dem ersten Band spielt das quasi, weil der hat ja auch so seine Vergangenheit, Robert Hunter. Auf ihn möchte ich jetzt auch gar nicht so eingehen. Ja, hier geht es nämlich darum, weil... Also die Sache ist die. Die ersten 9 Bände von ihm, die habe ich ja gelesen, gesuchtet, gefressen, gefeiert ohne Ende. Ich verbinde auch mit Chris Carter immer so die Schwangerschaft, also meine erste Schwangerschaft, weil ich da viel Zeit zum Lesen hatte und ja, ihn halt so reingesuchtet habe und ich ganz verzweifelt, ich weiß es noch, an einem Wochenende den 2. Band unbedingt haben wollte und ihn nirgends bekommen habe, nur den 3. und 4. Band, und aber nicht den 2. Band. Und da habe ich die alle hintereinander weggesuchtet. Das ist ja jetzt inzwischen auch schon einige Jahre her. Und ich will den auch immer lesen. Den gibt es auch als Hörbuch bei BookBeat, aber ich möchte den immer lesen. Genau. Und dann war es so, dass der 10. Band, der hat mich dann sehr enttäuscht. Den fand ich so vom Fall her nicht so aufregend. Und die Sache ist die, Robert Hunter, der ist halt schon ein Tier, ne? Also er schläft wenig aufgrund von einer Krankheit. Er ist blitzgescheit, er kann super schnell lesen und er hat einen richtig tollen Instinkt. Also er ist so Superman unter den Ermittlern. Und irgendwann wird es halt langweilig, weil Robert Hunter hat eh irgendwie immer eine... Eingebung, sage ich mal, die man nicht immer so ganz nachvollziehen kann, und löst den Fall. Die Fälle an sich sind natürlich immer spannend. Er ermittelt mit seinem Partner Garcia, und den mag ich ja auch super, super gerne, und die beiden, die haben echt so ihre Höhen und Tiefen miteinander. Jeder von ihnen hat so ihre Geschichte. Es gibt auch persönliche Fälle. Ja, dann kam der 11. Fall. Den fand ich dann schon wieder recht spannend. Der ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Den fand ich dann recht spannend wieder. Es wurde wieder besser. Ich habe mir nicht gedacht, ja, also weil beim 10. Band habe ich mir noch gedacht, Robert Hunter, setz dich zur Ruhe, stirb einfach oder erleide irgendwas, dass du dem Beruf nicht mehr nachgehen kannst, und Chris Carter erfinde einen neuen, schaffe einen neuen Charakter, mach eine neue Reihe, schreibe eine neue Reihe. Und hier muss ich aber sagen, es hat mir wieder richtig gut gefallen. Also, aber hauptsächlich auch wegen dem Fall. Ich finde, wir hatten jetzt nicht so viel Robert Hunter drin. Also natürlich war er präsent, natürlich hat er ermittelt und natürlich war er schlau. Aber was mir so gut gefallen hat, war, dass hier wirklich der Fall im Fokus stand. Es geht um ein Mädchen, die geht nach einer durchzechten Nacht, geht die halt nach Hause und ist ziemlich angetrunken und so weiter und so fort. Und dann bekommt sie SMS, dass eben jemand mit ihrer Angst spielen möchte und dass derjenige ihr Mentor ist und dass es darum geht, Angst zu haben. Und derjenige befindet sich auch schon eine ganze Weile in ihrem Haus, und das finde ich richtig gruselig. Ich konnte mich da so reinsteigern. Ja, das ist immer so meine größte Angst, dass sich irgendwelche Einbrecher im Haus befinden oder dass man vielleicht schläft und jemand befindet sich bereits im Haus und beobachtet einen vielleicht oder tut etwas mit einem im Schlaf. Das finde ich so unfassbar gruselig. Deswegen konnte ich mich da schon mal reinversetzen. Ja, das Ganze geht weiter, indem der Täter sie auf grausamste Art zurichtet. Und das ist aber dann noch nicht, das hört dann aber noch nicht auf. Ja, irgendjemand findet sie natürlich, ist dann richtig traumatisiert natürlich. Ich meine, es gibt ja nichts Schlimmeres, überhaupt einen Toten zu finden und dann noch jemanden, dem du nahe stehst und der dann noch so richtig heftig zugerichtet ist. Furchtbare Sache. Und derjenige oder diejenige, die nahestehende Person, in dem Fall ist es die Schwester des Mädchens, wird dann nochmal terrorisiert mit Worten und mit einem Video von dem Mord.
Und um sie halt so richtig, sie ist einfach fertig. Also der Täter, ja, er hinterlässt natürlich auch keine Spuren und die Polizei, die tappt natürlich im Dunkeln und es geht halt hier zu ermitteln. Und ich kann euch schon mal sagen, es geht um eine Mordreihe und ich kann euch auch sagen, ich war sehr, sehr überrascht, auf jeden Fall, wer denn der Täter ist und wie das Ganze zusammenhängt. Die Auflösung hat mir richtig gut gefallen. Und ich mochte auch das Finale sehr gern. So auf den letzten 100 Seiten, da weiß man ja schon so ein bisschen was und so. Und ich mochte das total gerne, wie das Ganze aufgelöst wurde. Ich mochte den Showdown, ich mochte gewisse Twists, auf die ich natürlich nicht eingehen werde. Hat mir richtig gut gefallen und ich konnte mich in jeden Mord sehr gut hineinversetzen und auch in die Angst. Und also ich fand es unfassbar grausam, aber richtig gut. Also das war mal wieder so ein Chris Carter, den habe ich gefressen, den habe ich gesuchtet, den habe ich gefeiert und hat mich richtig, richtig erreicht. Ich hatte wahnsinnig tolle Lesestunden. Dann habe ich über den Monat hinweg auch ein Buch gelesen. Das kann man eigentlich nicht an einem Stück lesen. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt für mich das Richtige ist, aber ich finde es für junge Leute sehr gut oder auch für erwachsene Leute, ganz egal. Ich finde es sehr gut, dass es diese Lektüre gibt. Und zwar, It's not okay to be okay. Inspirierende Persönlichkeiten sprechen über psychische Gesundheit. Herausgegeben von Scarlett Curtis. Ja, das ist im Carlsen Verlag erschienen und das hat mich schon lange angesprochen. Ich beschäftige mich sehr gerne eben mit so aktuellen Themen, Tabuthemen auch, die die Psyche betreffen, wie Burnout, Depressionen, alle möglichen geistigen Dinge, die man, ja, die man halt haben kann. Und über die man halt auch nicht spricht. Und man zieht sich ja dann auch sehr, sehr gern runter. Man schämt sich und solche Sachen. Und ich finde es immer gut, solche Bücher zu lesen, um sich das auch einfach mal bewusst zu machen, um sich vielleicht auch mal selber, ja, zu schützen und um auch sich nicht schämen zu müssen, weil ich denke, jeder von uns hat so seine Sorgen und Ängste, die einen so im Leben betreffen. Und deswegen fand ich das ganz gut. Im Allgemeinen fand ich manche Themen halt sehr oberflächlich beschrieben. Also es geht um alles Mögliche. Also alles, was so, ja, persönliche Sachen. Also es gibt natürlich, sind auch Triggerwarnungen natürlich drin, weil es kann natürlich, es ist klar, dass auch viele Betroffene wahrscheinlich dieses Buch lesen werden. Also es geht um Suizidgedanken, es geht um Depressionen, um, ja, um Angstzustände, um Zwangsstörungen, also wirklich alles wird so grob angerissen und wie man da eben positiv mit diesen Krankheitsbildern so durchs Leben geht und dass es okay ist, wenn man nicht perfekt ist. Also es ist ein sehr lebensbejahendes Buch. Mich hat nicht jedes Kapitel so gecatcht. Ich fand auch manches, muss ich leider sagen, so ein bisschen so, es hat sich sehr, sehr viel wiederholt, meiner Meinung nach. Ich bin aber auch keine richtige Betroffene. Ist das jetzt ein Ratgeber? Nicht unbedingt, aber es ist sehr nett, das zu lesen. Ja, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ich habe auch manche Kapitel dann nur quer gelesen, aber dafür waren dann wieder ein, zwei, drei Kapitel dabei, die ich richtig gut fand, die ich richtig spannend ist das falsche Wort, die ich fesselnd fand, informativ und aufklärend und wo ich auch mal Informationen für mich selber rausgezogen habe. Das fand ich dann wieder gut. Deswegen hat es was gebracht, auf jeden Fall. Und ich finde es auch schön, weil ich kann mir vorstellen, dass jeder irgendwie jemanden kennt, den es vielleicht nicht so gut geht, wenn man schon nicht selber betroffen ist. Und es gibt da eben auch Kapitel darin, die sich damit da die sich dem annehmen, um einem einfach Tipps zu geben, wie man damit umgeht. Dass man halt nicht sagt, ja, jetzt reiß dich mal zusammen oder sowas, sondern dass man eben sagt, hey, ich bin für dich da oder dass man da wirklich richtig gute Sätze, die man weitergeben kann, ohne jemanden noch mehr runterzuziehen, sondern eigentlich um jemanden rauszuziehen oder raufzuziehen und jemanden zu unterstützen. Und das fand ich auch gut. Also, dass man sich so ein bisschen sensibler auch für gewisse Themen macht. Ja, ich muss sagen, ja, brauche ich das Buch unbedingt? Nein, aber es war auf jeden Fall für mich gut, das auch mal so zu lesen. Und ja, ich sensibilisiere mich immer gerne eben auch für Themen, die mich vielleicht nicht unbedingt selber betreffen.
oder aber wenn ich Menschen kenne, die betroffen sind, da, also dass man einfach so ein bisschen weltoffener durch die Gegend geht, das finde ich sowieso immer gut. Und ich versuche immer sehr gerne, mich in andere Menschen hinein zu versetzen und auch anderen Menschen zu helfen. Und da fand ich das auch ganz gut. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Und zwar hatte ich ein Buch schon lange auf meiner Leseliste. Und zwar auf meiner 12 Books and 12 Months Challenge. Ich glaube nicht, dass in diesem Jahr diese Challenge noch was wird. Ich bin mal gespannt. Ich habe nämlich noch einige Bücher auf dieser Liste. Ich glaube, ich gehe die jetzt im Oktober nochmal durch und gucke nochmal, was ich denn da noch lesen müsste. Naja, aber ich habe mir diesen Klopper vorgenommen und habe ihn auch tatsächlich gelesen. Also ja, Stillzeit ist einfach Lesezeit. Also das ist, es geht um das Alphabethaus von Chusey Adler Olsen. Ja, ich lese, ich höre momentan auch wieder die Karl Moik-Reihe. Schaut da auf jeden Fall in meinen Hörmonat rein, wenn er online kommt, oder in meinen Hörgenuss des Monats vom letzten Monat. Und ja, dieser Klopper, der hat hier 580 Seiten. Und ja, hört sich jetzt erstmal nicht so dick an, aber ich habe da wirklich lange, lange dran gelesen tatsächlich. Und ja, ich muss sagen, ich habe mir dieses Buch nur geholt, weil Lena von Expecto Buchtronum über dieses Buch so geschwärmt hat. Und ich den Autor einfach gern mag, weil ich die Karl-Moik-Reihe absolut feiere. Und habe mir gedacht, okay, liest du mal rein. Ja, dann wurde mir klar, dass es ein Buch über den Krieg ist und ich lese Kriegsbücher total ungern. Ich weiß nicht, ich denke mir immer, oh, wir haben so viel Leid und Kriegsgeschichten, die ziehen mich immer unglaublich runter und das wurde auch in der Schule schon so oft durchgekaut. Ich weiß, dass sich sehr viele Menschen dafür interessieren und das ist auch richtig und wichtig so. Aber gerade weil jetzt auch das Thema wieder so aktuell ist, ja, ich lese einfach nicht gerne Kriegsgeschichten, bin ich ehrlich. Ja, und hier geht es, befinden wir uns im Jahr 1944. Es geht um die Freunde Ryan und James. Und das sind zwei Piloten und die stürzen über feindlichem Gebiet in Deutschland ab, in Freiburg, Schwarzwald, auf jeden Fall in Freiburg. Und ja, sie flüchten natürlich und die landen über Umwege in einem Sanatorium. Ja, und das fand ich allgemein schon sehr creepy, weil dieses Sanatorium ist für Geisteskranke, also das sind höhere Tiere untergebracht, die etwas mit dem Krieg zu tun haben. Also irgendwelche Kommandanten und Oberhäupter und ja, also namhafte Persönlichkeiten. Und da schleichen sie sich quasi ein und spielen selber geisteskrank quasi. Und was da in diesem Sanatorium abgeht, das ist übrigens das Alphabethaus, ist richtig, richtig krass. Also was sie da erleben müssen, also sie erleben ganz viele, ja, Medikamente müssen sie nehmen und es werden Stromstöße an sie abgegeben und ja, und man merkt auch, dass sie nicht die einzigen Schauspieler sind, die sich in diesem Sanatorium befinden. Jetzt ist es aber auch so, dass in diesem Alphabethaus ja, wird man irgendwie dann auch mit Schucke durch die ganze Behandlung und ja, also das fand ich sehr, sehr heftig zu lesen, vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass es sehr nah an der Realität stattfand. Genau, und gerade als ich an dem Punkt war, dass ich mir gedacht habe, boah, jetzt möchte ich nicht noch mehr lesen, wie die da behandelt werden, das haben wir jetzt schon wirklich lange durchgekaut und jetzt zieht es mich dann langsam nur noch runter, macht das Buch auch einen Cut und wir befinden uns, ja, ich glaube, 40 Jahre später oder so, also viel, viel später auf jeden Fall in der Zeit. Und wir lesen dann wieder von unseren Protagonisten und erfahren, wie sie eben mit diesem Trauma erstens umgegangen sind. Ich möchte nicht zu viel erzählen, weil ich euch nicht spoilern will, weil sich das sehr, sehr lange zieht. Und ja, auch wie die Freundschaft jetzt dann sich so entwickeln konnte. Ich sag's mal so ganz, ganz vage, weil ja... Genau. Und diesen zweiten Teil, den fand ich persönlich tatsächlich richtig, richtig spannend. Das hat mich dann nochmal so hochgezogen. Fand ich richtig krass, wie bestimmte Charaktere
die damals in dem Alphabethaus waren, wieder aufeinander getroffen sind und wie denn so der Verlauf der Geschichte ist, fand ich richtig gut. Ja, das Sanatorium fand ich auch auf jeden Fall richtig gruselig und ich fand es gut, dass jetzt nicht so mega viel über den Krieg erzählt wurde. Also es war für mich noch erträglich. Es ist natürlich eine Kriegsgeschichte irgendwo auch und das gehört dazu. Das ist in der Zeit, spielt in der Zeit und wir befassen uns auch nur mit Personen, die direkt mit dem Krieg eben so zu tun hatten. Aber wie gesagt, das Hauptsetting ist wirklich dieses Sanatorium und das fand ich teilweise echt richtig heftig und ja, ich finde immer auch so Irrenanstalten von damals. Ja, finde ich sowieso immer noch so ein ganz gruseliges Thema auch. Da spielen sich ja auch nicht umsonst ganz viele Geistergeschichten und ganz viele Bücher, Horrorbücher um dieses Thema. Und ich fand es wirklich gut geschrieben. Und jemand, der auf Geschichten steht, wo es eben um eine Freundschaft geht, die zusammenhält, oder die eben unter starken Voraussetzungen irgendwie zusammenhalten soll. Ja, wer solche Geschichten gerne liest und auch noch gerne Geschichten liest, die im Krieg spielen und auch gerne auch Thriller liest natürlich. Das ist zwar jetzt ein Roman, aber es ist sehr spannend auch gewesen. Und ja, wer so was gerne liest einfach, der ist hier auf jeden Fall bestens bedient. Es hat sogar mir gefallen und ich kann mit dem Setting nicht viel anfangen oder möchte mit diesem Setting nicht viel anfangen. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich gerade weil das Thema so aktuell ist, es zieht mich zu sehr runter. Krieg ist für mich zu real und zu traurig und zu, als dass ich eben damit Spaß haben könnte. Ja, genau. Ja, und mein Monat startete mit einem Charlotte Link und zwar mit dem zweiten Band der Kate Linwell-Reihe. Da ist jetzt aktuell der vierte Band erschienen. Der erste Band war, glaube ich, Die Betrogene. Dann der zweite Band ist jetzt Die Suche. Ja, der dritte Band wartet hier auch schon. Ich glaube, das ist dann Die Beobachterin. Und der vierte Band ist gerade erschienen. Den vierten Band, das dauert aber noch bestimmt ein Jahr, bis ich den lese, weil der ist nämlich als Hardcover erschienen. Und ja, also das schafft mein innerer Monk wirklich nicht, eine Ermittlerreihe ja, als Taschenbuch zu lesen. Und dann stelle ich mir ja hier so ein Hardcover ins Regal. Das geht natürlich nicht. Ja, das Buch umfasst auch 650 Seiten, ist auch ein richtig gutes Buch. Und ich muss auch sagen, Charlotte Link ist somit eine der einzigen Autorinnen, die ich gerne lese, die dicke Thriller rausbringen, weil bei Thrillern habe ich so eine Wohlfühllänge von zwischen 300 und 400 Seiten. 500 Seiten geht auch noch und das ist so meine Wohlfühllänge, weil ich finde, ab dann ziehen sich Ermittlungen für mich zu lange hin. Und da denke ich mir dann immer, okay, es reicht jetzt mal, ich möchte jetzt wissen, wer der Mörder ist, kommt jetzt mal zum Ende. Ich habe dann die Geduld einfach nicht dafür. Da geht für mich Spannung flöten. Aber bei Charlotte Link ist das anders. Also die kann Klopper schreiben ohne Ende und ich fresse die Bücher. Und so war das auch hier. Es geht natürlich wieder um Kate Linwell. Die befindet sich mal wieder in dem Setting, was ist denn das? Hochmooren von Nordengland. Ich vergesse immer den Ort. Ja, keine Ahnung. Sie ist ja eigentlich bei Scotland Yard angestellt. Und ja, im ersten Band wissen wir, dass sie jetzt eben öfters mal aufs Land fährt, sage ich jetzt mal, weil ihr Vater ja da ermordet ist und sie möchte sich jetzt den Nachlass von ihrem Vater regeln, das Haus von ihm verkaufen und deswegen befindet sie sich da gerade mal wieder und wird in einen Fall hineingezogen, sage ich mal. Sie will sich eigentlich heraushalten und zwar geht es darum, dass bereits vor Jahren ein junges Mädchen in den Hochmooren von England verschwunden ist. Der Fall ist nie so richtig aufgeklärt worden. Und jetzt plötzlich verschwinden halt schon wieder Mädchen. Und ja, das ist genauso unerklärlich wie eben dieser Fall von damals. Und der Ermittler Caleb,
irgendwas, Caleb Hale, der Chief Inspector eben dort, der ermittelt. Und ja, Kate ist halt die Einzige, die mal wieder herausfindet, dass, oder dass die Eingebung hat, dass damals, dass dieser Fall damals irgendwie mit heute zusammenhängen könnte. Was ich richtig gut fand an dem Buch ist, erstens natürlich wieder das Setting, also ich weiß nicht, Charlotte Link, die schafft es, Szenen zu beschreiben, dass man wirklich denkt, entweder man guckt einen Film oder man befindet sich direkt vor Ort. Also ich war in den Hochmooren von England, ich war dort, es geht schon in der Geschichte los, dass sie, dass Kate eben das Haus vermietet hat, das Haus ihres Vaters vermietet hat und ja, dass sie da eben Messies halt richtig messy Mietnomaden halt drin hatte, die das Haus in einem fürchterlichen Zustand hinterlassen haben, zurückgelassen haben und schon alleine diese plastischen Beschreibungen immer, ich weiß nicht, also Kate, was, ich weiß nicht, was Charlotte Link da macht, also die hat es so gut geschafft, ich konnte die Emotionen von Kate so nachvollziehen und ich konnte auch so nachvollziehen, wie sie sich gefühlt hat, auch ja, ihre Geschichte kann ich echt richtig gut nachvollziehen, einfach. So, wie oft habe ich jetzt eigentlich dieses Wort in zwei Sätzen verwendet? Genau. Und dann hat man natürlich diesen spannenden Fall an sich, fand ich auch gut. Und wir haben auch immer verschiedene Handlungsstränge und man weiß immer noch nicht so richtig, wie hängen die zusammen und wie spielen die zusammen und wie kommen diese Fäden dann einfach auch zusammen, um ein spannender Thriller oder in dem Fall ein spannender Krimi zu werden. Und ich finde das immer wieder großartig. Und ich war wirklich bis zur letzten Seite voll dabei, voll, ja. Also das Buch hat wieder für mich 5 von 5 Sterne gekriegt. Ich freue mich schon sehr jetzt auch auf den dritten Teil. Ich weiß nicht, ob ich den im Oktober noch schaffe. Das Ding ist immer, ich muss mich immer überwinden, ihre Bücher halt zu lesen, erstmal in die Hand zu nehmen, weil die halt so dick sind. Und wenn ich sie dann aber in der Hand habe, ich habe die übrigens über Scooby gelesen, die gibt es alle auch als E-Book über Scooby, was für mich praktisch ist, wenn ich nachts das Baby bespaße mit als so als Milchbar, dann ist es wirklich ganz praktisch, einen E-Reader in der Hand zu haben. Und genau, deswegen schaut mein Buch ja auch so neu aus. Ja, tut jetzt nichts zur Sache. Ja, und dann frisst man die Bücher regelrecht. Also ich habe das wirklich inhaliert. Ich konnte es nicht mehr weglegen. Es war richtig, richtig spannend. Und das war auch so mein Highlight in dem letzten Monat. Also das, ich hatte so das Gefühl, ich habe den Monat mit einem Highlight begonnen und mit einem Highlight abgeschlossen. Also ja, damit habe ich den Monat begonnen und mit Chris Carter habe ich den Monat abgeschlossen. War absolut grandios, hat mich richtig gefreut und ja. Wenn euch, ja, mich interessiert auf jeden Fall, wie gesagt, welches dann euer Highlight im letzten Monat war und ob ihr auch solche Fans von Charlotte Link seid, aber ich lese immer wieder, dass sehr viele von euch Charlotte Link einfach gerne lesen und ja, ich habe immer so das Gefühl, ich habe sie sehr spät für mich entdeckt und habe echt noch einige Bücher von ihr vor mir und das freut mich so sehr, das ist so schön, wenn man einen Autoren oder eine Autorin entdeckt, die man halt die schon sehr viel herausgebracht hat, der die schon sehr viel herausgebracht hat und dann, ja, freut man sich dann einfach, wenn man da noch viel, viel, viel lesen kann. Genau, ich hoffe, euch hat mein Lesemonat gefallen und ja, ich freue mich schon sehr auf eure Kommentare und ja, ich würde sagen, habt ein schönes Wochenende und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!